zwischen 200 und 500 Millionen. So viele Menschen bekennen sich Schätzungen zufolge weltweit zum Buddhismus. Genauere Zahlen gibt es nicht. Seinen Ursprung hat der Buddhismus in Indien und die meisten Buddhisten leben bis heute in Süd- und Ostasien. Doch auch im Westen wenden sich seit Jahren Menschen dem Buddhismus zu. Viele von ihnen sehen darin aber eher eine Lebensphilosophie als eine Religion. Wie sich der Buddhismus in modernen Gesellschaften verändert. Darum ging es jetzt bei einer internationalen Buddhismustagung in Hamburg. Mechthild Klein war für uns dort. Alles Bedingte ist unbeständig und vergänglich, das Ich genauso wie die Welt. Das ist eine der zentralen Aussagen des Buddhismus. Und diese Formel, alles ist unbeständig, das gilt wohl auch für die Lehre des Buddha. In Europa verbreitet sich der Buddhismus seit gut 100 Jahren. Und die 2500 Jahre alte Religion zeigt hier ein neues Gesicht. Eine säkulare Form des Buddhismus breitet sich im Westen aus und droht sich, von der traditionellen Lehre abzuspalten. Die Achtsamkeitsbewegung ist Teil davon. Aber nicht nur ihre Vertreter sagen, die Lehre von Karma und Wiedergeburt sollte nicht mehr zentral sein im Buddhismus. Der Buddhismus hat so viel zu bieten, um sozusagen die existenziellen Fragen des Menschen da eine Antwort zu geben oder wie gehe ich um mit meinen eigenen Emotionen und so weiter. Da gibt es so viel, was uns wirklich wichtig ist oder sein könnte. Dazu brauche ich aber nicht die Karma-Lehre und da brauche ich eigentlich auch nicht die Wiedergeburtslehre. Ja, aber das ist natürlich hoch umstritten im Buddhismus. Und natürlich der Vorwurf würde sein von einigen, die sagen, der zerstört damit sozusagen die Grundfesten des buddhistischen Glaubens. Sagt Christoph Spitz, Buddhist und langjähriger Übersetzer des Dalai Lama. Er setzt sich für einen aufgeklärten Buddhismus ein. Für ihn sind Karma und Wiedergeburt vor allem eine Frage des Glaubens, nicht zu beweisen und zur Kultur des alten Indien gehörend. Die Probleme entstehen, wenn man jetzt diese Kulturtechniken nicht als eine Anregung versteht zum Austausch und dem man teilhaben kann, wo man auch seine eigene Kultur bereichern kann, sondern als die einzige Wahrheit oder unumstößliche Einsichten und Wahrheiten, dann wird es schwierig. Und wenn das dann auch, wie ich es kenne aus manchen buddhistischen Traditionen, auch noch mit Wissen oder halbwissenschaftlichen Argumenten unterfüttert wird, dass unsere Weltanschauung, die dahinter steht, die richtige ist, dann wird es eben schwierig. Dem widersprechen viele der rund 200 Teilnehmer und Gäste beim Internationalen Buddhismuskongress. Das ist eben die Sorge von einigen, dass es da so auseinanderbrechen könnte. Es hat ja in der Geschichte des Buddhismus immer wieder auch so ein Aufsplitten in verschiedene Traditionslinien gegeben, ne? Und das ist eben die Frage, ob jetzt so ein Risiko besteht, dass es so einen großen Split gibt zwischen klassischem Buddhismus oder traditionellem Buddhismus und säkularem Buddhismus. Forscher aus rund 17 Nationen sind nach Hamburg gekommen, zum Kongress, initiiert von Carola Roloff. Die Buddhismusforscherin ist Gastprofessorin an der Akademie der Weltreligionen der Uni Hamburg. Sie warnt davor, die Lehre von Karma und Wiedergeburt als verzichtbar darzustellen. Da hatten wir jetzt natürlich diesen Experten, den Bhikkhu Bodhi, hier bei uns, der einer der berühmtesten Übersetzer dieser Texte ist und der vertritt halt den Standpunkt, dass das sich überhaupt nicht aus den Texten herleiten lässt, dass das nicht buddhistisch ist, sondern also ich muss da gestehen, dass ich das genauso sehe wie er, dass da das ganze buddhistische Lehrgebäude erschüttert wird, wenn man jetzt einfach diese beiden Aspekte rauszieht. Also wir haben ja auch so etwas wie eine systematische Theologie sozusagen, ja, und wie der Buddhismus systematisch aufeinander aufbaut. Carola Roloff beschäftigt sich auch mit dem Buddhismus in der Moderne. Ihre Hoffnungen richten sich auf einen aufgeklärten Buddhismus im Westen und auch auf eine geschlechtergerechte Auslegung buddhistischer Schriften. Meine Erwartung ist, dass sich der Buddhismus, gerade wenn er sich von asiatischen gesellschaftlichen Strukturen löst und bei uns heimisch wird, dass er sich von dieser patriarchalischen Umklammerung löst, sagt der Münchener Religionswissenschaftler Michael von Brück. Er rechnet mit einer Abkehr von der alten Mönchsreligion und ihren Hierarchien. Das heißt, dieses totale Top-Down-Prinzip, dieses Guru-Prinzip, ja, einer entscheidet und der ist sozusagen jenseits aller Kategorien, der darf tun, was er will. Wir haben ja solche Missbrauchsgeschichten, nicht nur im sexuellen Bereich, sondern auch natürlich überhaupt Macht
hier in den buddhistischen Zentren zur Genüge gehabt. Von Brück glaubt, dass der Buddhismus in Europa einen Umbruch erfährt. Es gibt Ansätze für eine ökologische Orientierung und für soziales Engagement. Aber vor allem entstehen auch neue Gemeindestrukturen. Wie die Gemeinschaft oder die Gruppe leben will und was nicht, das wird im Konsens demokratisch gefunden. Also ganz einfach gesagt, eine Demokratisierung der buddhistischen Strukturen. Das wurde bei dieser Konferenz zum Beispiel auch sehr deutlich, traditionsübergreifend, dass alle sehen, dass mit dieser Hierarchie zwischen Klerus, also ordinierten Mönchen und Nonnen und den Laien und auch zwischen Männern und Frauen, dass das so hier im Westen nicht funktioniert, ne? Und dass da eine Umstellung nötig ist. Sagt Carola Roloff. Die Buddhologin und Nonne aus der tibetischen Tradition entwickelt einen universitären Lehrplan für buddhistische Seelsorger, analog zur christlichen praktischen Theologie. In Holland war der auslösende Punkt, dass Gefangene, die dort im Gefängnis eben sind, die einen Anspruch haben, einen rechtlichen Anspruch auf einen Seelsorger ihres Glaubens. Dadurch war dann eben auch der Staat sozusagen beauftragt, jetzt auch Seelsorger auszubilden, ne? Buddhistische Seelsorger könnten aber auch in Krankenhäusern und in Hospizen arbeiten. Würden sie an Universitäten ausgebildet, wäre das ein Novum in Deutschland. Die angehenden Seelsorger müssten ein buddhistisches Masterstudium durchlaufen und eine 2-jährige Zusatzausbildung, sagt Carola Roloff. Und sollte der Hamburger Senat eines Tages die Hamburger Buddhisten auch als Religionsgemeinschaft anerkennen, dann könnte auch ein Studium für buddhistische Theologie folgen. Der Buddhismus gehört ihrer Ansicht nach zu Deutschland. Rund 250.000 Anhänger leben hier.